Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute haben wir den Thunder Tiger G5 bzw. K-Rock. Ja, ich habe den schon mal zerlegt. Der soll verkauft werden. Das ist von einem Freund. Und ja, ich habe mir gedacht, wir zerlegen das Dingen, bevor der nächste den kriegt und ja, irgendwelche Schäden dran sind, zerlegen wir das und kontrollieren alles nochmal, bauen den einmal neu auf, ja, lagern einmal neu fetten, die Diffs nochmal kontrollieren, Dämpfer eventuell nochmal neu befüllen, halt alles, was so zum Aufbau dazugehört. Das wird jetzt kein Video, wo ich alles einzeln durchgehe. Wird wahrscheinlich wohl auch zu lang werden für ein Video, dass ich da ja, zwei, ja, maximal drei Teile versuche ich da draus zu machen. Wir werden einige Sachen durchnehmen, wo ich meine, das sind diese Schwachstellen von dem Auto. Wobei viele hat der eigentlich nicht. Also der läuft eigentlich schon super. Hier so ein Umbau hier halt auf Mitteldiff, da der normalerweise eine Slipperkupplung hat. Das vielleicht erwähnenswert, noch ein paar Sachen, wo halt so ja, kleine Schwachstellen sind von dem Auto, die vielleicht nochmal erklären und beziehungsweise Abhilfe schaffen, was da hilft. Und ja, so habe ich mir das Video eigentlich vorgestellt. Ja, ich werde immer wieder mal einen Cut machen und einen Teil zusammenbauen und dann halt auf die einzelnen Komponenten drauf eingehen, was zu beachten ist, was man machen sollte, was man lassen sollte. Ja, sowas halt. Dann fangen wir auch schon mal, ja, hier vielleicht noch erwähnenswert, der kriegt eine neue Platte. Also, ja, verbiegen tun die Platten sich eigentlich nicht, dafür ist das Auto so geil verstrebt mit dieser ganzen Konstruktion. Vom Aufbau her sehr schön, vielleicht etwas, ja, sehr schrauberfreundlich, aber... Ja, mit diesem Mittelstück und den zwei oberen Streben, damit ist das eigentlich schon die zwei oberen Streben, das ist jetzt noch hier von meinem Auto, da kommt ein anderes rein, also damit ist das Auto schon sehr steif und eine verbogene Bodenplatte hatte ich bis dato noch nicht, die sind halt eigentlich nur zerkratzt, was auch nicht ausbleibt und ja, ich habe hier noch welche von meinen, die ich gar nicht nutze und ja, da bauen wir den mal mit der neuen Platte auf. Da hat derjenige, der das bekommt, halt, ja, kann er sich die Kratzer selber reinmachen. Dann fangen wir mal an. So, dann fangen wir erstmal mit den Lagern an. Das habe ich schon gemacht. Das mache ich jetzt, ja, um euch dazu zeigen. Gehen mit dem Cuttermesser hier innen vorsichtig rein und hebeln diesen Ring ab. Die Lager, die waren okay. Ich mache die nur noch mal auf und tue da noch ein bisschen Fett rein. Das hat schon, ja, ist nicht mehr viel drin. Warum das hier so schwarz ist, ich habe da Achsmanschettenfett drin aus dem Kfz-Bereich. Das läuft eigentlich super damit. Jetzt machen wir da ein normales Fett mit ein bisschen dazu. Das Fett kühlt natürlich auch ein bisschen was raus.
nach Laufleistung und ja, dann sollte man die schon mal ein bisschen noch mal nachbearbeiten. Ja, dann kann man den Ring wieder so drauf stecken. Andere Seite tun wir auch noch ein bisschen. Wenn man da zu viel rein tut, dann quillt das eigentlich nur über. Also das quillt dann irgendwann da raus. Aber lieber die Karre da so ein bisschen einsauen als ein kaputtes Lager. Da hat man es vielleicht schon gesehen, da quillte direkt schon was raus. Part 1 beendet. Dann habe ich hier das kurz in Bremsreiniger eingelegt. Und das wische ich jetzt mit einer Bürste nochmal aus. Und dann sieht man eigentlich schon, ob das gearbeitet hat oder nicht. Und jetzt haben wir alles sauber. Ja, das ist noch. Das ist noch gut. Das Problem bei diesen Diff-Gehäusen ist, ja, das ist so ein kaputtes. Mal scharf, kann man das sehen. Ja, das ist, irgendwann ist das da ausgeschlagen. Gut, das hat jetzt etliche Ladungen hinter sich. Aber dann schlägt das aus. Und dann bekommt. Dann bekommt die Welle hier drin ja, leichtes Spiel. Dadurch laufen die Zahnräder dann nicht mehr gerade aufeinander, sondern halt schräg und dann scheren die sich halt ab. Die müssen ja schon. So gerade aufeinander greifen und wenn das jetzt so sich versetzt und schräg, dann scheren die sich natürlich ab und dann gehen immer die Sonnenräder kaputt bei. Hier ist das noch gut. Was ich noch gesehen habe, ist, dass wir hier so einen leichten Abdruck vom Lager haben. Da habe ich noch eine Scheibe gefunden, das ist eine 8x12, eine 8x10 würde auch schon gehen. 8x10 mal 01, 02. Also so viel Platz ist noch in den Haltern. Dann machen wir die mit da drunter. Und dann passt das hier auch schon wieder, dass das da nicht mehr außen schleifen kann. Dann sollte das gut sein. Hier hatte ich das auch, aber da muss das schon richtig heiß laufen. Dann laufen die hier ein und dann arbeitet sich auch das Lager hier mit ein. Das Gehäuse ist noch gut. Das Lager schon mal drauf. Ach, da. Hier ganz wichtig auf jeden Fall hier schon mal vorab Fett dran. Da das hier ungelagert drin läuft, sollte da auf jeden Fall Fett mit reingehen, da das schon mal so ein bisschen vorab geschmiert ist. Und das Schöne bei denen ist, die haben hier nochmal so einen Dichtungsring drin. Und ja, dadurch läuft das auch schon mal ein bisschen besser. Dran. Ist jetzt nicht da in Fett triefen, aber ein bisschen muss da drin sein, dass das hier so locker drin läuft. Die Dichtung ist okay. Die Dichtungsringe, die sind noch weich. Da
merkt man auch, wenn man die so reindrückt und die schon härter sind, dann sollte man die auch tauschen. Einmal kurz abwischen. Und dann wieder ein bisschen Fett. Da dichtet dann auch noch mal ab, das Fett. Und die Ringe laufen da nicht trocken, beziehungsweise nur mit dem Silikonöl da drin. Fett da rauskühlt, dann ist schon mal super. So, dann bekommt das Div immer hier die zwei Shims. Müssen wir gleich eh noch mal gucken, ob das alles passt. So, genau wie hier. Auch wieder Fett mit dran für den Dichtungsring. Jetzt habe ich da so viel Fett dran getan, dass ich das Loch nicht mehr sehe. Der Dichtungsring drückt den natürlich noch mal ein bisschen raus. Also die Schirmscheiben. So, dann haben wir die Satellitenräder. Die bekommen jeweils zwei. Ja, hier auch mal eben ein bisschen Fett dran, dass das nicht ganz so trocken auf der Scheibe liegt. So, wir bauen das jetzt erstmal einmal komplett zusammen. Hier darauf achten, dass diese Aussparungen übereinander liegen. So, bevor wir das jetzt mit Silikonöl voll machen, gehe ich immer her und tue da erstmal ein bisschen Fett rein und baue das ganze Ding einmal zusammen, um zu gucken, ob das Spiel passt. Das ist auch so, ja, mit den Schimmen, dann weiß man, dass da das und das reingehört. Aber durch den Verschleiß, den die ja auf jeden Fall haben, nutzen sich die Zahnräder jetzt ein bisschen ab. Und dann ist die Schimmung schon wieder dahin. Wirklich einmal komplett zusammenbauen und mal gucken, wie läuft das Ganze. Hakt da irgendwas? Laufen die sauber?
Wie ist das Spiel? Ein bisschen muss ja sein. Aber jetzt, wenn ein großartiges Spiel ist, dann nochmal nachschimmen. Und das läuft schon ganz gut. Ja. Das können wir so lassen. Ja, jetzt nochmal aufmachen und das Silikon. Jetzt haben wir das Silikonöl eingefüllt, circa 2-3 Stunden stehen lassen bei den 100k Öl. Da sollte man schon so um die 2 Stunden da warten, mindestens. Man sieht das ja, bis die Blasen da raus sind. So, jetzt habe ich das bis über die Kegelräder, Satellitenräder voll gemacht und tue jetzt, na, nicht falsch rum, tue jetzt das Sonnenrad rein, um zu schauen, wie viel brauchen wir noch. Ach, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Tun wir da noch ein bisschen rein. Das sollte eigentlich jetzt reichen. So, jetzt gehe ich immer her und drehe mir den hier so auf Position. Der bleibt so. Kann noch ein bisschen Fett hier oben drauf machen. So, den jetzt auch auf die Position gedreht. Und stecken den so da drüber. Ja, ist doof, wenn da unten der Magnet ist. So, jetzt nicht wirklich drauf drücken, sondern wir tun jetzt erstmal die Schrauben ansetzen. Wenn wir das jetzt reindrücken, wird da noch ein bisschen was rausquillen. Und dann kann es sein, dass das in die Schraubenlöcher reinläuft. Und wenn das in die Schraubenlöcher reinläuft, dann ziehen wir das Ganze an und dann haben wir da Silikonöl in den Schraubenlöchern und das kann uns beim Zusammenschrauben das Gewinde kaputt machen. Da dann ein Druck entsteht. Zusammengedrückt. Erstmal Hand fest. Schrauben immer schön über Kreuz. Jetzt können wir das mit Vorsicht festziehen, dass das ein Plastikgewinde ist, wobei die einiges abkönnen. Ja, dann, ja, das ist schon gut. Eine ordentliche Sperrung. Und läuft auch so. Das machen wir natürlich mit allen 3 Diffs. Das werde ich jetzt aber nicht wiederholen, da der Aufbau ja eh der gleiche ist. Da werde ich eventuell was zu den Schimmungen sagen, außen. Aber das muss ich jetzt nicht für alle 3 wiederholen. Tja, dann war es das für dieses Video und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten. Bis demnächst.